Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ihr kennt das hier vielleicht? Ich nenne das immer Kolosseum. Aus dem Westpark. Hier waren wir schon öfters. Zwei, dreimal Macholo-Nest, Evoli-Nest. Eigentlich bin ich hier für ein Nebulak-Nest. Hatte ich am Anfang des Nestwechsels hier gesehen. Dann kam ein Event und hatte mir eigentlich vorgenommen, nach dem Event, also heute, hier vorbeizuschauen für die Nebulaks. Weil ich brauche noch Bonbons, will zwei pushen. Für Simsala Solarate. Und irgendwie sind hier keine mehr. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube, das ist ein Webergag-Nest geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht habe ich mich vertan und es gab schon Nestwechsel. Also ich habe echt keine Ahnung, aber Nebulax gibt es hier keine. Ich treffe mich gerade mit Savasch, also der ist gleich da. Und dann schauen wir mal, was wir machen ohne Nebulax hier. Echt komisch hier. Aber schlechte Nachrichten. Ja. Es geht. Irgendwie ist das kein Nebulag-Nest mehr. Ist irgendwie ein Webergag-Nest geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiß auch nicht, Mann. Nur gleich wieder parsen. Geh mal klicken oder so. Oh. Kam. Bälle auffüllen. Ja. 19. Für übermorgen, ja. Das war gestern. Echt komisch, keine Ahnung, was mit dem Nest los war. Ich kann es mir nur so erklären, dass es die ganze Zeit ein Webergag-Nest war. Und ich habe Webergag natürlich ausgeblendet. Und da, wo ich das Nest abgecheckt habe, waren halt zufällig mehrere Nebulaks da. Das war wahrscheinlich so. Ansonsten noch mit Savasch gechillt. Bisschen Bälle gefahren für Prag. Mehr zu Prag demnächst. Oder wahrscheinlich heute Abend. Bleibt dran. Livestream heute wahrscheinlich. Und morgen vor der Fahrt, so wie das letzte Mal vor Oberhausen. Da können wir nochmal über Prag reden und da könnt ihr eure Fragen stellen. Für Prag gibt es eigentlich auch noch... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich fett Werbung machen soll. Also ich hab das in Erinnerung, dass ich fett Werbung dafür machen soll. Und zwar, Philipp lässt dort Purge Night laufen für Prag. Er lässt die Bots frei laufen. Alle Level 30, alle IVs werden gescannt. Dafür gibt es auch eine Gruppe. Ich weiß gerade nicht, wie ich das werben soll. Also Kontakt ist unten in der Beschreibung wahrscheinlich dann. Wenn nicht, dann wie gesagt heute im Livestream. Können wir nochmal genauer drüber reden für alle, die Interesse haben. Dann werde ich dazu genaueres erklären. Werde jetzt dazu kein eigenes Video, glaube ich, machen. Oder vielleicht doch morgen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Alex ist dann auch noch gekommen. Wir haben ein paar Runden mit der Tram gedreht und versucht, da die Bälle aufzufüllen für Prag. Aber Hyperbälle echt extrem selten geworden. Ich habe 70 jetzt. Von 40 auf 70 gestiegen. Das war eigentlich gar nichts. Also ich hätte da schon gerne über 100. Eher 200 bis 300. Aber heute vielleicht bin ich auf Tour. Mal schauen, wenn die Jungs Zeit haben, aber ich muss noch ein paar Videos drehen. Jetzt fürs Wochenende, wo ich weg bin. Und natürlich, warte, ich zeige euch das gleich. So. Falls ihr hier das sehen könnt. Wo, hier. Wir haben die 10.000 geknackt. Check. Das hat hier angefangen. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nächster Schritt vielleicht 25.000. Wer weiß, ich setze euch kurz mal wieder ab. So, muss kurz den Deckel hier drauf tun. 10.000, hätte ich niemals erwartet. Erstmal fettes Dankeschön an alle. Wie gesagt, heute Abend, kleiner Livestream, werden wir ein bisschen chillen. Alle können vorbeischauen, alle meine 10.000 Abonnenten. Und dann ein bisschen quatschen. Genaueres ist noch unbekannt, habe ich nicht geplant, also alles spontan. Und dann morgen wahrscheinlich auch einer vor der Fahrt. Vielleicht während der Fahrt. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall fettes Dankeschön. Wann ist das? Samstag. Und am Samstag gibt es ein Video, wo ich über YouTube allgemein rede. Weil in letzter Zeit haben echt mehrere neu angefangen und gefragt, hey, Hong, check mal das ab. Check mal mein Video ab, dies, das. Und mehr dazu demnächst. Vor allem jetzt, wo ich die 10.000 erreicht habe und ein bisschen Erfahrung habe, ein bisschen größer bin. Auch wenn ich eigentlich noch gar nichts bin. Aber wie gesagt, mehr dazu am Samstag. Wie ich zu YouTube gekommen bin, meine Tipps, meine Erfahrungen, all dies, das. Am Samstag und ja, was kann ich sagen? Hätte niemals gedacht, dass ich das erreichen werde oder zumindest auf jeden Fall nicht so schnell. Auf jeden Fall bin ich echt dankbar dafür, dass ihr mir zuschaut. Bin eigentlich einfach irgend so ein Typ einfach nur, der zufällig gern Pokémon spielt und mit seinem Freund abhängt und das Ganze aufnimmt. Und irgendwie gefällt euch das. Ich mache immer noch genau dasselbe, wie als ich noch weniger als 100 Zuschauer hatte und jetzt schauen das ab und zu mehr als 10.000, was halt richtig krank ist. Das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Auch in Oberhausen, dass so viele Leute mich angesprochen haben und Fotos machen wollten, Autogramme,
Sogar Sprachnachrichten, also echt krass, wie sich das Ganze entwickelt hat. Nie geplant, einfach so gemacht und... Aber mehr dazu, wie gesagt, am Samstag, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Aber auf jeden Fall fettes Dankeschön. Auch an alle, die schon... Es gibt echt ein paar, die sind seit Anfang an dabei. Oder zumindest unter 1000 Abos, was auch richtig krass ist. Wie schnell das ging. Ja, paar Dankeschöns gehen raus an Bagesh. Der hat damals, wo wir Yu-Gi-Oh! Gespielt hatten, alles stehen und liegen lassen. Er hat auf uns geschissen und ist zu Pokémon Go gegangen. Und ein paar von uns sind halt ihm gefolgt. Und so hat alles angefangen. Also ohne Bagesh wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Dann natürlich Tati, immer am Start. Immer unterstützt hat er mich. Auch in Yu-Gi-Oh! Damals schon beim alten Kanal. Echt krasser Typ. Und ansonsten natürlich die Gruppe, mit der ich die ganze Zeit spiele, RSG. Die ganzen Konkurrenten, die mich am Ball halten. Wen gibt's da sonst so? Spieletrend und Julian. Beides richtig krasse YouTuber. Beides echt super korrekte Typen, die mich auch krass gepusht haben. Auch damals, wo die mich nicht kannten und wo ich richtiger Random war. Danke an die. Ohne die wäre es auch alles nicht möglich gewesen. Zum Beispiel Milos noch, der immer an mich geglaubt hat. Vor allem da, wo es dann richtig losging, wo langsam die Views kommen und mich immer unterstützt hat und gesagt hat, Digga, mach das und zieh dein Ding durch. Und damals, wo ich mir noch relativ unsicher war über die Qualität der Videos, hat er auch immer mich unterstützt. Also auch auf jeden Fall fette Shoutout und danke an Milos. So, kurzer Einschnitt, weil mir noch jemand eingefallen ist, den ich grüßen will, den ich danken will. Und zwar Felix, guter Kollege, mit dem ich immer auf Tour war, der immer ruft und wir so viel gescannt haben zusammen. Hat auch alles angefangen, wo ich noch gar nicht so groß war, wo ich eigentlich noch überhaupt gar nicht groß war. Hat er ursprünglich auch als Fan angefangen, hat mir geschrieben und dann sind wir zusammen auf Tour gegangen, mit Tati und Dimi war das noch. Und seitdem sind wir gute Kollegen, also auch auf jeden Fall Shoutout an ihn. Und ansonsten an alle, die ich nicht erwähnt habe. Ich kann jetzt echt nicht alle grüßen und es fallen mir auch gar nicht alle ein. Ich habe so viele Leute kennengelernt während des Spiels, während den 10.000 Abos jetzt. Auch online, die ganzen Leute, die mich immer verlinken auf Instagram und Twitter und das ganze Zeugs. Shoutout an euch alle, danke und zurück zum Video. Was kann ich sagen, war echt eine coole Zeit und es wird ab jetzt echt eh nur noch krasser. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, heute Abend kleiner Livestream, bisschen chillen, bisschen quatschen mit meinen 10.000 Abonnenten. Ansonsten war's das. Alle Fragen über Prag, auch heute Abend könnt ihr stellen und wenn, dann morgen noch. Wobei morgen wahrscheinlich ein bisschen zu spät ist, also falls ihr Fragen zu Prag habt, Map, IVs und sowas, wie wir das machen, schaut heute Abend vorbei. Und ja, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und danke, dass ihr abonniert habt. Das weiß ich echt zu schätzen.